Imola, die Stadt, in der alles begann, im fernen 1874. Eine Region, in der Cooperativa Ceramica mit einem Organisationsmodell verwurzelt ist, in dem seit jeher das Werk und die Menschen im Mittelpunkt stehen. So, dass bereits Anfang des 20. Jahrhunderts ein beeindruckender Industrialisierungsprozess auf den Weg gebracht werden konnte. Dank des Zusammenwirkens von Kompetenzen und kontinuierlicher Entwicklungstätigkeit ist das Unternehmen heute ein dynamisches Industriezentrum und Referenz für hochwertige Keramik. Einer unserer Erfolgsfaktoren ist das integrierte Management der gesamten Lieferkette. Unser Firmensitz ist ein repräsentativer Standort von großer Faszinationskraft, in dem sich auch Showroom und Museum befinden. Hier sind Archäologie und Industrie, Vergangenheit und Zukunft organisch miteinander verbunden. Ein spannendes Panorama, in dem neben Sammlerstücken, alten Töpferscheiben und Dokumenten aus den Archiven natürlich auch Keramikmuster aus den ersten Tagen bis in die heutige Zeit zu sehen sind. Mit ihrem einzigartigen Kulturerbe, bereichert durch Beiträge namhafter Künstler seit den 50er Jahren, sind diese Orte veritable Versuchslabore. Keramik als Aktion, Komposition, allmähliche und geduldige Konstruktion, die in Hitze Form und der Mutation der Farbe Reife und Abschluss findet. Diese Impulse zeichnen gestern wie heute die Arbeit von Cooperativa Ceramica d'Imola aus. Hier beginnt die faszinierende Geschichte der ältesten Arbeits- und Produktionsgenossenschaft Italiens. Die Vereinigung vieler Kräfte bildet eine höhere Kraft, die der Summe aller einzeln eingesetzten Kräfte überlegen ist. 4 plus 4 ergeben hier nicht 8, sondern viel mehr. Angetrieben von diesen idealistischen Beweggründen spürt Giuseppe Bucci, dass die Zukunft seines Keramikwerks in der Umwandlung zu einer Genossenschaft liegt, die von einer Satzung und dem Pakt der Brüderlichkeit geregelt wird. Nach dem Erfolg des Unternehmens aus Imola bei der Herstellung von Maiolica beginnen die Vorbereitungen für die Produktion glasierter Fliesen, die offiziell 1913 aufgenommen wird. Trotz der unweigerlichen Verzögerungen durch den Ersten Weltkrieg nimmt die Cooperativa Ceramica d'Imola nach dem Krieg ihren Betrieb wieder voll auf und zieht 1922 in ein neues und größeres Werk im Zentrum von Imola. Von den schweren Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg erholt sich das Unternehmen und startet mit dem Geist der Gründer neu durch. Enthusiasmus, positive Einstellung und Solidarität der Gruppe. So verdreifacht sich die Produktion des Unternehmens in den 50er Jahren und neue Formate und Fertigungstechniken werden eingeführt. Italien steckt mitten im Wirtschaftswunder und das Belpaese reiht sich zum ersten Mal überhaupt unter die industriell führenden Weltnationen ein. Auch für das Unternehmen aus Imola eröffnet sich eine Zeit des Wachstums und des Erfolgs. Die an den Fertigungsstätten, dem Umsatz und den Exportvolumen erkennbar erreichte Solidität lässt das Unternehmen in den 90er Jahren weitere bedeutende Entwicklungsschritte tätigen. Die Einweihung des neuen Firmensitzes und die Übernahme zweier neuer Unternehmen. In den 2000er Jahren liegt das Exportvolumen bei über 70% des Gesamtumsatzes. Cooperativa Ceramica d'Imola ist nun ein Global Player der Branche, in 142 Ländern vertreten und zum Symbol des Made in Italy in der Welt avanciert.
über 145 Jahre Schönheit, Kreativität und ausgezeichnete Qualität. Ein unschätzbarer Schatz, der sich mit der Zeit, dank der leidenschaftlichen Arbeit und dem Weitblick unserer Mitarbeiter sowie fortschrittlicher Produktionsmethoden angesammelt hat. Ein stolzer Blick gen Morgen. Unsere Geschichte ist etwas ganz Besonderes.